Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man mit zwei Fluchtpunkten und ein paar Strichen ganz einfach so ein Haus zeichnet. Vor 3 Monaten habe ich euch gezeigt, wie man mit einem Fluchtpunkt 3D zeichnet. Heute machen wir eben das Ganze mit zwei. Wenn ihr das vorige Video dazu noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das auf jeden Fall zuerst an, damit ihr hier auch alles versteht. Jetzt würde ich aber sagen, wir fangen direkt an mit der Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive. Das erste, was wir machen, wir zeichnen einen Horizont, also einfach eine horizontale Linie. Und ja, ich bin immer noch broken und kann mir kein ganzes Geodreieck leisten. Ich lach mich tot. Wir zeichnen heute auf jeden Fall wieder ein Haus und deswegen zeichnen wir als erstes eine vertikale Linie. Das ist dann im Prinzip so die vorderste Ecke von dem Haus. Für eine Perspektive mit zwei Fluchten braucht man natürlich auch zwei Fluchtpunkte. Deswegen zeichnen wir jetzt einen rechts und einen links. Von dieser vertikalen Linie, die wir vorgezeichnet haben, also diese vorderste Ecke von dem Haus, da machen wir jetzt zwei Punkte, also im Prinzip wo oben und unten von dem Haus und verbinden das Ganze mit den Fluchtpunkten, dann haben wir im Prinzip einen Quad, also einen Block einfach mal, ohne Fenster, ohne Türen, ohne gar nichts. Da das Haus natürlich nicht unendlich lang ist, kürzen wir das Ganze auf der Seite, wo ist es eigentlich egal, das kommt halt aufs Haus an, kürzen wir das ein bisschen ab und ich deute hier auch schon mal einfach eine Garage an. Wir machen wie im ersten Video ein zweistöckiges Haus, deswegen mache ich oben jetzt einfach nochmal so eine Vertikallinie und mache im Prinzip genau wie unten so einen Block draus. Bei allen Schritten ist es natürlich auch wie im Video mit einem Fluchtpunkt wichtig, dass ihr alle Linien mit dem Geodreieck zum Fluchtpunkt verbindet. Ihr müsst nicht alle komplett bis zum Fluchtpunkt durchziehen, aber auf jeden Fall, dass das korrekt ist. Irgendwann kann man das dann auch per Freihand, aber am Anfang ist es mit dem Geodreieck auch viel einfacher. Alle Hilfslinien, die man benötigt, radiere ich danach einfach im Haus, damit ich direkt einen Überblick habe, wie das Ganze eigentlich aussieht. Und jetzt machen wir vor das Haus einfach so eine kleine Mauer. Ich weiß nicht warum, einfach so halt. Wie bei allen anderen Formen fange ich hier auch vertikal an bei der Mauer und ziehe dann von oben und unten eben die Linie rüber zum Fluchtpunkt. Und die Mauer ist ja natürlich, hat ja auch eine Breite. Und dann mache ich einfach eine zweite Vertikallinie und zwischen den Vertikallinien ziehe ich eine Linie zum anderen Fluchtpunkt. Also das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Man kann mittlerweile eigentlich erkennen, was wo ist im Prinzip. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt mit Fenstern und Geländer und so weiter. Bei allen Fenstern mache ich zuerst die Vertikallinie, so wie hier. Und dann ziehe ich bei allen Fenstern, die auf der linken Haushälfte sind, also auf der linken Hauswand, die Linien zum linken Fluchtpunkt und auf der rechten Seite von der Hauswand ziehe ich die Linien zum rechten Fluchtpunkt. Überbleiben sollte so etwas, also man sieht auch schon, ich habe eine Tür dazu gemacht und oben beim balkonmäßigen Ding so eine Tür nochmal angedeutet. Und jetzt mache ich einfach überall, also würden die Fenster so ein bisschen reingehen, einfach als Übung, das würde normalerweise nicht so ausschauen. Aber so passt es eigentlich ganz gut, mache ich noch eine zweite Vertikalebene dazu und einen zweiten Fluchtpunktlinie. Und das mache ich dann einfach bei allen, damit wird im Prinzip eine Art Dicke von der Wand dargestellt. Wie ihr hier seht, habe ich auch schon ein kleines Garagenfenster dazu gemacht, aber da die Garage nicht wirklich dick ist, habe ich da das jetzt nicht gemacht, so wie bei Fenstern und Türen. Aber ansonsten bin ich fertig bei Fenstern und Türen. Ihr seht auch, ich habe ein kleines Geländer im Prinzip dazu gemacht oben bei der Terrasse. Ist einfach so ein Glasgeländer. Und jetzt würde ich sagen, können wir im Prinzip schon anfangen mit den Schattierungen überall. Ich habe mir überlegt, dass ich noch eine kleine Veranda dazu mache. Die mache ich jetzt noch schnell, bevor wir mit dem Schattieren loslegen. Ich mache jetzt einfach wieder einen flachen Quader im Prinzip. Genau wie bei allem anderen bis jetzt. Auf diesem Bild sieht man jetzt 4 Seiten, und zwar einmal die von rechts kommt, die von links kommt, die von unten kommt und die von oben kommt. Und da suche ich mir jetzt überall eine andere Farbe aus, also oder besser gesagt eine Intensität von Schatten. Zum Beispiel mache ich jetzt hier einfach die linke Haushälfte sehr dunkel, also im Prinzip, dass auf der rechten Seite halt die Sonne ist.
Auch diese kleinen Mauern bei den Fenstern, die wir gemacht haben, die haben ja auch alle eine Richtung. Das muss ich alles auf anpassen auf jeden Fall. Und dann bin ich auch eigentlich mit der Schattierung schon fertig. Ich habe jetzt die ganzen Schatten mit einem Ohrenputzer-Stapel-Dingsbums noch ein bisschen verwischt, dass es einfach cleaner aussieht. Geht aber mit einem Wattepad genauso. Deswegen, ja, jetzt mussten wir einfach nur noch mal alle Linien nachziehen. Sieht dann einfach besser aus, macht den Look einfach besser. Und dann sind wir auch eigentlich schon fertig. Ihr seht, das sieht ziemlich realistisch aus. Ich glaube, das ist auch realistisch mit den 12 Lochpunkten. Es sollte auch nicht allzu schwer sein. Schaut auf jeden Fall eben nochmal dieses Video mit einem Fluchtpunkt an, wenn es euch zu schwer ist. Und dann nochmal das. Dann solltet ihr es eigentlich schon verstehen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen und ihr habt es verstanden. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da würde ich mir sehr freuen. Ihr unterstützt mich auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.